Guck mal, diese leckere, schmackhafte Farbe, sehr bekömmlich. Und warum sind das die richtigen Vokabeln hier für den Toyota Aygo X? Die Farben, die basieren auf einer ganz bestimmten Sache und das zeige ich euch jetzt. Guck mal, hier zum Beispiel haben wir die Farbe Ginger, also Ingwer. Und wenn man das mal vergleicht hier, passe auf, ist gelb drin, aber hier draußen die Schale, das sieht schon sehr ähnlich aus. Riecht auch gleich. Und jetzt wollen wir uns noch mal angucken. Chili Red, Juniper und Cardamom Green. Bitteschön. So, nach diesem ganzen Hokuspokus-Intro, was ich natürlich nur wegen des Intros selbst gemacht habe, jetzt einmal, was haben wir denn heute eigentlich vor? Wir wollen uns anschauen den Toyota Aygo X und zwar vornehmlicherweise fahrend. Denn stehend, Achtung, hier oben ist das Video, hat ja schon der liebe Kollege Peter Fischer gemacht. Ne? Und er kann das ja auch und da bekommt ihr Abmessungen, all das. Wir wollen heute uns, wie gesagt, aufs Fahren konzentrieren. Das Design habt ihr eben schon gesehen und jetzt gibt es noch mal einmal ganz kurz meine Einschätzung, was ich davon halte. Designtechnisch jetzt. Man sieht natürlich auf den ersten Blick sofort, dass der Aygo X gewachsen ist zum Aygo, zum Vorgänger, weil er natürlich auch auf einer größeren Plattform steht, nämlich der des Jahres. Und ich finde, gewachsen ist auch das, was das Auto gesamtheitlich ausmacht, nämlich es ist erwachsen geworden. Ein richtig erwachsenes, schönes Auto mit einem individuellen Design. Mir gefällt besonders die Front mit den Tagverlichtern und natürlich wieder, Achtung, das Heck. Der Arsch bei dem Auto ist einfach immer geil, kannst du nicht sagen, ne? Rückbank gucken wir uns natürlich auch an, auch wenn es für meinen dicken Körper eine kleine Vergewaltigung darstellt. Aber wir wollen ja wissen, was es hier heißt, auch als üppig ausgestattete Person hier reinzukommen. Guck mal, das geht eigentlich ganz gut. Wenn du dann aber erstmal hier hinten sitzt, dann sagst du, Alter, was ist denn hier los? Ne? Kopffreiheit ist noch ganz leicht gegeben, wenn du den Kopf so abneigst. Also das ist hier, ich bin 1,80 Meter groß, das ist schon bannig eng, aber das Auto ist ja wirklich auch nur für eine Notgelegenheit hier hinten gedacht. Und dann muss man sagen, hat man das eigentlich einigermaßen gemütlich, wenn man denn 1,50 groß ist und ungefähr ein Drittel von mir wiegt. Und deswegen schnell nach vorne. Über die Größe, Üppigkeit hier hinten muss man nicht viel sagen. Das Panoramadach, wenn das hier offen ist, dann gibt es zumindest ein bisschen ein das Gefühl, ist nicht ganz so schlimm. Und diese kleinen Fenster hier zum Ausstellen sind die, ha, ist schon schwierig hier hinten. Auch wenn der liebe Peter Fischer das schon gemacht hat, der liebe Kollege, den Innenraum, den will ich mir nicht nehmen lassen, auch nochmal meine eigene Sicht darauf machen. Als erstes will ich natürlich, wie man das kennt, mal ein bisschen auf Haptik und Optik eingehen. Die Hoptik, wie ich sie gerne nenne. Und da muss man sagen, hier, wenn du durchgehst, Achtung hier, dann siehst du was? Du siehst natürlich unfassbar viel Hartplastik. Hier. Das ist alles Hartplastik, ich finde aber gar nicht mal so schlimm, denn optisch hier, Achtung, kriege ich das gut eingefangen, so nämlich da, finde ich das durchaus gelungen. Es passt zu dem Auto und durch diese Rundung und hier das ganze Abgesetzte 3D-mäßig hier, das meine ich, sieht das alles so ein bisschen luftig aus und passt zum Auto. Die ganzen Materialien, das Hartplastik, das setze ich hier natürlich fort und guck mal auch hier offen, der Lack von außen, Inger, Ginger nochmal reingebracht, das ist natürlich alles Ersparnis. Ich finde aber, das Auto steht hier relativ erwachsen und ich finde das Design auch ganz lustig. Auch hier, guck mal, im Dashboard nochmal das organische Oval hier aufgenommen. Finde ich okay. Ne? Und auch hier findet man dann wieder die Wagenfarbe. Wagenfarbe findest du auch hier in den schönen Ziernähten. In den Sitzen selber, siehst du hier, haben sie X'e eingearbeitet, was unweigerlich dazu führt, dass du auch diese Sternchen hier bekommst. Ne? Sieht aber ganz gut aus. Ablagefläche wollen wir natürlich auch machen. Guck mal hier, ganz klassisch, hast du in der Tür drinne. Dann hast du hier oben noch was, wo du einen Schlüssel reinballern kannst. Und hier dann dein Handschuhfach. Das, wie ich finde, ist sehr üppig für so ein kleines Auto. Gut gemacht. Dann hast du hier nochmal zwei Cupholders, ne? Da kannst du gucken und dann hast du hier einen schönen Induktionsladeherd und da sehen wir auch herrlich Ambiente-Licht in diesem kleinen Auto versteckt. Dann hier CVT-Getriebe bzw. SCVT. Wir fahren nachher aber schön Manual Transmission und dann hast du hier hinten, habe ich vorhin ganz vergessen, hier noch einen Cupholder. Kann man das sehen? Es ist so dunkel. Da ist er, hier. Da, ne? Hast du gesehen, der Cupholder. Und das war es eigentlich schon mit deinen Ablagefläche. Und jetzt wollen wir uns konzentrieren auf das hier alles. Ne?
So, dann schauen wir uns hier mal lecker das Multifunktionslenkrad an. Ich finde, das ist optisch vollkommen okay. Nicht nur okay, sondern eigentlich ganz gut. Ich mag das leiden. Guck mal, hier hast du deine Tasten und das finde ich natürlich immer gut, wenn du noch richtige Knöppelis hast und da nicht nur so eine Rumtouch-Wischgeschichten. Ich finde das auch optisch durch diese Dreidimensionalität finde ich das gut und es packt sich auch gut an. Das ist wirklich wertig und auch hier mit den Ziernähten sehr, sehr gut gemacht. Dahinter haben wir dann das Kombi-Instrument. Man sieht, die Tür ist offen, weil da nämlich der kleine Tore schön an der Tür dran steht und sagt, guten Tag, wo ist er denn? Da ist er. Und da dreht er nämlich schön mit uns und dann siehst du hier nochmal das Kombi-Instrument. Das ist hier mit so einem klassischen Rundbogen schön aufgebaut und dann hast du hier nochmal unten deinen kleinen Monitor, der auch in Farbe ist und der dir auch nochmal zigtausend Sachen anzeigt. Viel wichtiger ist aber genau dieser Onkel hier, nämlich das Infotainment-System. Das kann richtig was. Wie heißt das System? Es heißt Toyota Smart Connect System, basierend auf der MyTi Smartphone App. Und das bedeutet wiederum, du hast hier Möglichkeiten mit deinem Telefon, dich hier schön zu verbinden und dann Informationen rauszusaugen aus dem Auto hier richtig. Ne? Das bedeutet, du kannst von zu Hause einfach mal gucken, wie ist denn mein Stand an Tankfüllung oder wo ist überhaupt mein Auto abgestellt oder. Oder du kannst auch beim Fahren selber mit dieser App dich dann halt trainieren lassen, dass du immer weniger Kraftstoff verbrauchst. Ist vielleicht bei diesen Schrittreisen, die wir gerade haben, gar nicht mal so unwichtig und grundsätzlich natürlich für die grüne Natur willst du mal schön haben. Was kann das Ding noch? Wir haben hier 9 Zoll Touchscreen, Basis werden allerdings 7, das ist also optional und was du halt nicht optional ist, sondern immer sehr schön, deine kleinen Knöpflein. Die Grafik finde ich wirklich gut gemacht, die ist halt wirklich gut zu lesen und jetzt nicht irgendwie verspielt. Zu verspielt mag ich nämlich auch nicht, wenn ich hier mal draufklicke, guck mal, wie schnell das funktioniert und auch das alles wunderbar. Diese Knöpfleiste hier, die finde ich wirklich gut, dass du Knöpfe hast und nicht irgendwie Touchen suchen musst, sondern immer hier deine Hauptmenüs hast. Wenn ich hier draufklicke, dann sagt er was? Aha, er will verbinden Apple CarPlay oder Android Auto. Das ist hier sehr, sehr gut, weil es geht komplett over the air. Over the air, ich brauche also eben keine stinkigen Kabel. Das bedeutet over the air auch Updates für dieses Gerät. Das heißt, das datet sich immer schön ab in der Cloud und du musst nicht großartig was aufspielen lassen in eine Werkstattgarage. Jetzt will ich aber auch mein Telefon verbinden, denn was wollen wir machen? Ganz genau, wir wollen uns hier das famose Soundsystem anhören, denn hier ist was Besonderes drin. Papa, da wird's gesehen. Ganz genau, wir sitzen in einem vollkommen neuen Auto. Und zwar, man sieht es natürlich hier ran. Wir sitzen in einem Chili Red Auto und zwar mit, Achtung, Manual Transmission hier. Stick Shift wollen wir gleich fahren. Deswegen haben wir gewechselt und auch, weil hier in dem Auto das Soundsystem drin ist, was ich eben erwähnte. Nämlich hier, guck mal schön, JBL. Extra für den iOX entwickelt und hat 4 Boxen, ein Subwoofer hinten drin, 300 Watt, kostet aber auch, Achtung, Aufpreis. Hält sich aber in Grenzen, 550 Euro. Ob es die 550 Euro wert ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus, indem ich hier einmal drauf drücke. Tu es, mach den Bass! Laut ist es. Ne? Was man schon sagen kann, die Bässe sind wirklich satt. JBL sehr, sehr basslastig, wenn du hier mal reingehst in die ganzen, was zeige ich doch hier mal hier, in Klang beispielsweise und dann in Equalizer, dann hast du hier die Möglichkeiten nochmal rudimentär müssen was zu machen. Hier rumspielen kennt man alles, mitten, tiefen, Höhen sind alle dabei. Die Bässe haben wir noch nicht mal richtig hochgezogen, aber ein sehr basslastiges Soundsystem, nichts schüttelt oder rasselt in der Kiste hier, das ist wirklich sauber gemacht und ich meine, die 550 Euro Aufpreis lohnt sich. Ob sich das ganze Auto lohnt, fahrtechnisch, das finden wir jetzt gemeinsam raus. So, nun kullern wir hier schön mit dem kleinen iOX durch die Stadt, wie Sie es gehört, denn es ist ja auch ein Stadtauto. Trotzdem wollen wir wissen, was kann dieses Auto denn motorentechnisch? Also pass auf, wir haben hier schön einen 1 Liter Dreizylinder drin und der soll dann leisten 72 PS und 93 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das soll dann auch dafür sorgen, dass du hier mit MT, also schon mit Manual Transmission, auf 158 km/h schnellen kannst, wenn du dich für SCVT, das Automatikgetriebe, entscheidest, dann sollst du nur 151 Kilometer pro Stunde schnell fahren dürfen. Auch bei der 0 auf 100 Geschwindigkeit, das ist auch nochmal ein ganz kleiner Unterschied. Hier mit der Schaltung, jedenfalls wenn du es kannst, bist du bei 15,6 Sekunden auf 100 und beim CVT wärst du bei 15,5.
Ich glaube, es war richtig rum. Es kann auch sein, dass ich es gedreht habe gerade. Also bitte zu entschuldigen. Was aber richtig ist, ist auf jeden Fall 5,4 Liter bis 4,7 Liter Verbrauch laut WLTP. Und mit einer Tankfüllung von 35 Litern sollst du losschnellen. Und jetzt erzähle ich euch auch, wie sich hier dieser Motor verhält. Also man muss sagen, der kleine Sauger, der kommt mit dem Gewicht des Fahrzeugs schon ganz gut klar. Wobei, das kommt immer darauf an, was für ein Gewicht. Denn wir haben ein Leergewicht von rund einer Tonne hier bei dem Kraftfahrzeug. Das maximale Zuladungsgewicht, also Gesamtladegewicht oder Gesamtgewicht, was erzähle ich denn bloß, ist bei knapp 1360 Kilogramm. Mit meinem Gewicht, was schon fast 3 Zentner sind langsam und hinten mit Tore mit um die 80 Kilo und dennoch unser ganzes Gepäck, haben wir das fast komplett ausgereizt. Und wenn du dann hier, guck mal, runterschalten, reintrittst, dann muss er schon ein bisschen arbeiten. Das Auto ist natürlich aber auch kein Lastenesel, sondern für die Stadt gut gedacht. Der Motor will die hohen Drehzahl haben, aber es funktioniert echt gut hier mit der 5-Gang-Handschaltung. Das ist halt wirklich gut und du kannst da wirklich schnell und zackig mit schalten. Macht fast ein bisschen Laune und ein bisschen Spaß. Einzig hier das Gestänge, das ist so weit oben, da können wir gleich einen Spazierstock hier hinhängen hören. So fühlt sich das an und so sind auch die Schaltwege für mich ein Ticken zu lang. Aber es ist ja auch kein kleines Rallye-Auto wie der GR Yaris, sondern es ist hier ein kleines Stadtauto und da ist das vollkommen okay. Erstaunlich. Mit dem kleinen Radstand, mit den großen Rädern, federt er eigentlich ganz angenehm ab, finde ich gut. Und auch die Lenkung, die ist für mich sehr, sehr gut. Bei so einem kleinen Auto wirklich eine direkte, schöne Rückmeldung, aber auch nicht zu zornig, sodass du sagst, in der Stadt voll ungemütlich. Also das mag ich leiden, das funktioniert. Und auch mit der Lenkung kommen wir gleich zu diesem extrem kleinen Wendekreis, das das Auto hat. Da vorne ist so eine kleine Kreuzung, hier ist gerade keiner Mensch. Da werde ich mal kurz mitten drauf wenden. Das ist schon echt geil, was das Auto hier imstande zu leisten ist. Puff, sagt er da. Und man muss gar keine Sorge haben, da mit der Felge anzuschlagen, sondern kann einfach so durchfahren. Also das, muss ich sagen, gefällt mir schon sehr, sehr gut an dem Auto. Was mir auch gefällt, ist das, was ich in kleinen Autos meist immer bemängeln muss, ist die Rundumsicht. Also bis zur B-Säule hier habe ich echt eine ganz gute Sicht. Ein Ticken weiter zurück hätte ich mir die gewünscht, dass ich im Fenster da auch gefühlt habe, im Golflöschers rumfahre. Aber wirklich vollkommen ausreichend. Was mir nicht so gut gefällt, ist halt das, was sie letztendlich in den Pressemappen auch propagieren, so will ich sagen, nämlich die Geräuschstimmung. Ne? Also wenn du hier so ein bisschen segelst, hier, wenn ich immer ausklinke und dann so ein bisschen wegsegelt, dann sage ich, ah, wie herrlich. Aber Achtung, ich pack mal rein und dann sage ich, das ist schon hier, Achtung. Das ist schon so, als wenn du den Motor quasi auf dem Schoß hast und mit dem liebkosen willst und dann vibriert das. Also kann sich hier selber denken, was man damit machen kann. Aber es ist wirklich so, dass die Geräuschstimmung, die hätte besser sein müssen. Und zwar müssen, weil sie es halt eben propagieren. Da haben wir richtig nochmal nachgearbeitet. Das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Aber dann musst du auch wieder sagen, in was für ein Segment bewegen wir uns denn hier gerade? Und in was für ein Preissegment vor allen Dingen? Und da musst du sagen, ist es doch vollkommen okay. Einfach nicht in eine Pressemappe reinschreiben da. Was dann aber wieder richtig geil ist, ist, Achtung, Toyota Sense Safety System. Und zwar das Neueste, was es gibt, hier in so einem klitzekleinen A-Segment-Auto reinverbastelt. Und das in Serie und das ist dann mal richtig geil. Vor allen Dingen, weil das Ding noch mal schön aufgehübscht wurde, das kann noch ein bisschen mehr. Klar, Fußgängererkennung, all sowas, aber das dann auch bei Tag und Nacht, Radfahrererkennung mit einer Radar-Frontkamera und Pre-Collision Assist, alles was du brauchst, bist du safety unterwegs und das in diesem kleinen Segment, das finde ich richtig geil und deswegen kann ich jetzt auch schon mein Fazit ziehen. So, kommen wir mal zum Fazit und dazu, was halte ich eigentlich von dem Auto? Ich finde, das Auto ist ganz gut gelungen, weil wegen es richtig erwachsen ist und es ist ein schöner Farbklecks im wahrsten Sinne des Wortes, eine Würze für die Straße mit diesen Farben. Es ist wirklich ein Auto, was ein bisschen raussticht, mich auch ein bisschen an den Yaris Cross erinnert und ich mache das ja leiden. Ne? Vor allen Dingen mag ich kleine Autos, vorne habe ich noch genügend Platz, hinten viel zu eng und das ist auch kein Auto, womit du jetzt irgendwie ein bisschen Kurvenräubern gehst auf den Landstraßen, aber für die Stadt finde ich vollkommen gut.
geeignet. Und 15.390 Euro, das ist euer Startpreis für die Basis mit dem leckeren Schnee als Farbe. Und das kannst du natürlich dann auch noch aufstocken. Es geht immer weiter nach oben. Ich finde, das ist alles okay. Obwohl man sagen muss, 2.000 Euro mehr als die Vorgängerversion. Dafür bekommst du hier aber auch mehr Auto. Das ist mein Fazit. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und ein bisschen muss ich mich auch darüber freuen, dass ich wieder in der Familie angekommen bin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt es noch ein paar schöne Bilder aus der Garage. Waren wir ja extra für euch.